Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Nähanleitung von So Simple. Mein Name ist Sabine und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute zeige ich dir, wie man ein ganz einfaches Knopfloch mit der Nähmaschine näht. Du brauchst dafür den Knopflochfuß deiner Nähmaschine. Die können ganz unterschiedlich aussehen. Manche haben auch so einen Sensorstift, den du an der Seite einstecken musst. Das ist bei meiner Bernina nicht so. Als erstes tausche ich jetzt den Standardnähfuß gegen meinen Knopflochfuß aus. Ich nähe hier das Knopfloch übrigens mit einem ganz normalen Allesnäher Garn. Es gibt auch extra feste oder extra dicke Knopflochgarne. Wenn du die verwendest, solltest du unbedingt auch vorab eine dickere Nähmaschinennadel in deine Nähmaschine setzen. Und dann kann ich mir schon das Knopfloch aussuchen das ich für mein Projekt brauche. Nicht jedes Knopfloch ist für jeden Stoff geeignet. Das hier ist so ein Vorstichknopfloch, das den Stoff um das Knopfloch herum fixiert. Und dann kannst du Stichlänge und Stichbreite deines Knopflochs nochmal verändern. Bei den meisten Stoffen ist aber die Standardeinstellung perfekt. Wenn deine Stoffe besonders dick oder dünn sind, dann kannst du da mal ausprobieren, was für deinen Stoff am besten aussieht. Da würde ich mir auf jeden Fall ein Reststück Stoff schnappen und das mal testen. Und dann kann ich bei meiner Nähmaschine elektronisch steuern, wie groß oder wie lang das Knopfloch sein muss, indem ich den Knopf einfach auf dieses Instrumentchen im Menü halte und dann kann ich ausprobieren, wie groß der Knopf ist. Und wenn der Knopf genau in den gelben Ring passt, dann habe ich meine Knopflochgröße gefunden. Je nach Stoff kann es absolut sinnvoll sein, das Knopfloch ein bisschen zu verstärken. Das geht, indem du zum Beispiel ein Stickvlies zwischen oder unterlegst oder auch ein ganz normales dünnes Bügelflies. Das tut's auch. Du brauchst das Bügelflies nicht mal fest Es reicht, wenn du es während des Knopflochnähens einfach unter den Stoff legst. Und dann Stellst du den Stich ein und legst los. Wichtig ist hier, dass du den Stoff mit der Hand nicht führst. Das macht die Maschine ganz alleine. Wenn du beim Nähen am Stoff ziehst, kann es durchaus passieren, dass das Knopfloch schief wird. Auch das Vernähen am Anfang und am Ende macht die Maschine alleine. So sollte das jetzt aussehen. Und jetzt zeige ich dir noch, wie man so ein Knopfloch öffnet. Damit ich die Naht beim Auftrennen nicht verletze, stecke ich kurz vor Ende des Knopflochs eine Stecknadel quer. Und dann öffne ich das Knopfloch, indem ich den Nahtrenner senkrecht in den Stoff stecke, zusehe, dass ich genau in die Mitte zwischen den beiden Knopflochnähten einsteche und ziehe ihn Richtung Nadel oder schiebe ihn, indem ich den Stoff unten unter Spannung halte. Es gibt übrigens bei So Simple einen großen Beitrag zum Thema Knopflochnähen. Den verlinke ich dir in der Infobox unter dem Video. Ich hoffe, die Anleitung hat dir weitergeholfen und du bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das würde mich freuen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.